Grüß euch zu den heutigen Tageskarten vom Mittwoch, den 13. Dezember 2017. Laut dem Mondkalender haben wir abnehmender Mond im Zeichen Waage, Element Luft. Heute ist noch ein Lichttag. Zwischenmenschlich. Vermutlich werden Sie für Ihren besten Freund oder Ihre beste Freundin in allen Lebenslagen zur Verfügung stehen. Wie wäre es, wenn Sie das auch für sich selbst tun? Also immer für sich selbst ganz und gar da sind. Zwischenmenschlich, das Weltraumteleskop Hubble ist für viele von uns ein Begriff. Weniger bekannt ist vermutlich der Namensgeber, der sich dahinter verbirgt. Edwin Powell Hubble wurde vor 1889 im US-Bundesstaat Missouri geboren. In seiner Jugend strebte er schon sprichwörtlich nach Höherem, denn er brach 1906 den Hochsprungrekord seiner Schule. Sein Ruhm unter den Astronomen beruht auf seiner Erkenntnis, dass der große Nebel im Sternbild Andromeda in Wirklichkeit eine eigene Galaxie ist. Okay. Ihr wundert euch bestimmt, ja, weil hier die Krafttiere so ein bisschen schräg stehen und warum da plötzlich jetzt so viele Karten da sind. Ja, ich habe jetzt einfach auch ein bisschen Platz gebraucht. Für die Liebe kamen mir hier 4 Karten heraus, wo ihr euch eine aussuchen könnt, wo ihr das Ganze mitunter fließen lassen könnt zu der Karte, die euch hier bewegt. Ja. Und wir haben hier mitunter auch noch 3 berufliche Karten. Ich komme erst zu den Affirmationen unserer Engel. Ich fühle mich geborgen und genährt in der mütterlichen Liebe Gottes. Gottes Freude und Liebe entspringt meinem Herz. Ich gebe sie von dort in die Welt. Ich öffne mich dafür, zwischen die anfassbaren Dinge dieser Welt zu sehen. Ich vertraue meiner Intuition, meiner Eingebung und heiße die geistige Dimension in meinem Leben willkommen. Ich tue jetzt sofort, was zu erledigen ist, um mein Leben in Fluss zu halten. Ich setze meine Intelligenz, meine geistige Kreativität zum Wohl für die Erde ein. Okay, und wir beginnen mit der ersten Karte. Hier haben wir eine Trumpfkarte, das Glück. Naja, für manche, die jetzt vielleicht gestern die Fehlschlag oder die 10 Stäbe bekamen, ist das vielleicht jetzt auch so eine gewisse Erleichterung. Ja, hier im Beruf, gerade im beruflichen Erleben, verhilft uns die Karte zu einem tieferen Verständnis und zur Einsicht in die notwendigen Abläufe des Schicksals. Damit weist das Rad auf große Wandlungen hin, die uns bevorstehen und zu deren Verwirklichung wir schicksalhaft gezwungen werden. So wie ich.
Naja. Das Joch, das wir spüren, kann mürbe machen und schafft damit in uns die Bereitschaft, unser Schicksal selbst in die Hand zu nehmen. Je bereitwilliger wir dieses akzeptieren, umso mehr können wir es gestalten. Es als unsere wirkliche Berufung erfahren und dabei auch der hilfreichen, förderlichen Seite des Rates begegnen. Ja, ich finde das jetzt herrlich. Also bei mir trifft es auf jeden Fall zu. Ich mache es mit sehr viel Liebe und Leidenschaft, euch hier mitunter auch die Karten zu legen. Ja? Und die nächste Karte, hier haben wir noch eine Trumpfkarte, die 20, das Aeon. Im beruflichen Erleben weist die Karte auf ein neues Denken hin. Sie taucht gerne im Zusammenhang mit Neuerungen und Neubeginn auf. Veraltete und überholte Positionen werden abgebaut. Das Augenmerk gilt nicht mehr den einzelnen Teilen eines Ganzen, sondern der Vermittlung zwischen ihnen. Damit die Kooperation untereinander reibungslos funktioniert, aber auch dort, wo diese Karte ohne den Hintergrund einer beruflichen Veränderung erscheint, ist sie ein Hinweis auf ein neues Zeitalter. Ja. Und die nächste Karte hier haben wir. Die Prinzessin der Schwerter. Oh, ziemlich dunkel, irgendwas wie das Wetter. Aber es reißt hier die Wolken mitunter auch auf. Ja. Und im beruflichen Erleben heißt diese Karte, dass wir uns auf Konflikte, Anfeindungen, Unfrieden, vielleicht auch polemische Angriffe einstellen müssen. Vor diesem Hintergrund kann sie den Anfang vom Ende unserer bisherigen Tätigkeiten anzeigen, aber auch den frischen, möglicherweise beißenden Wind bedeuten. Der dicke Luft vertreibt und eine Klärung unseres Arbeitsumfeldes mit sich bringt. Und wir kommen zu dem Thema der Liebe. Schauen wir mal, ob das genauso positiv ist. Hier haben wir eine Trumpfkarte und zwar den Teufel. Sechs Leidenschaft. Die Ketten, die man sich angelegt hat, eigentlich liegen sie ganz locker. Man müsste sie nur abstreifen. Okay, eine gewisse Abhängigkeit auch hier in der Beziehung. Sich seinem Schatten ausgeliefert und ihm im anderen stellvertretend zu bekämpfen, ist nirgends so gefährlich wie im Charisma dieser Karte. Zwar kann der Teufel auch für Verführungskünste, Leidenschaft und Faszination stehen, in der Regel ist er aber warnender Hinweis auf ein tiefen Stachel, den er beschreibt, alle unglücklichen Auswüchse von Beziehungen wie seelische Verwirklichung und Hörigkeit, Tyrannei und Sadomasochismus, die immer in der Kraft des Dunklen gründet und dem inneren Horror vor uns selbst. Mitunter sind aber auch karmische Verbindungen ausgesprochen. Uralte Verstrickungen, die sich darin äußern, dass man immer wieder gegenseitig in alten Wunden herumstochert. Diese Karte zeigt die Chance, umzulernen und in unseren Schatten die Summe der ungelebten Möglichkeiten zu erkennen, unsere Fehler, wo uns etwas fehlt, unsere Schuld und als Unerhörte in uns. Archetyp der Widersacher als dunkle Seite in uns. Tierkreiszeichen, der Steinbock, haben wir jetzt hin. Gut, da steht jetzt sehr viel. Auch Ritual, schwarze Messen und
Schrift, 6. und 7. Buch Mose. Naja. Du musst es selber wissen, ob du hier deine Fesseln abstreifst und in ein neues Leben gehst, oder ob du dem Gehörnten dieser sexuellen Leidenschaft, dieser Hörigkeit, Tyrannei weiter anhängst. Ja, irgendwann bekommst du definitiv, vielleicht übst du auch diese Art der Form aus, ja, ich hoffe es nicht, dass du hier nicht auf Schwächeren rumhackst. Okay. Und wir kommen zu der nächsten Karte. Hier haben wir die 7 der Münzen, den Fehlschlag. Also passt sehr gut jetzt hier mitunter auch zu der ersten Karte. In der Tiefe unserer Gefühle kann diese Karte besonders schmerzhaft sein, weil sie das Scheitern einer Hoffnung, aber auch das Ende einer Beziehung bedeuten kann. Damit ist sie oft Vorbote schlechter Zeiten, in denen wir mit dem Gefühl bleierner Ohnmacht zusehen müssen, wie Hoffnungen schwinden und vielversprechende Ansätze und Entwicklungen zunichte werden. In manchen Fällen kommt sie gerade noch als rechtzeitige Warnung, die uns davon abhalten kann, einen gefährlichen, schmerzhaften Schritt ins Leere zu tun. Hier nochmal Saturn im Stier. Also auch solche Verwüstung, Verfall, hier mitunter auch Atomzerstörung wie Tschernobyl. Und die nächsten Liebeskarten, hier haben wir die 3 der Kelche. In unseren Beziehungen verspricht diese Karte Wohlbefinden und deutet auf wahre Hochzeiten hin, in denen wir uns einer liebevollen und harmonischen Partnerschaft hingeben. Die zeigt die Dankbarkeit, mit der wir diese Verbindung selbst erleben oder mit der wir einen Zuwachs begrüßen. Hier haben wir Merkur im Krebs. Analogie, die 3 Musen oder die 3 Grazien als die helle Seite der 3 Gevatterinnen, in Klammern Nornen, die bei der Geburt über das Schicksal des Menschen bestimmen. Stichworte Frohsinn, Wonne und überfließendes Glück. Oh, ich scheine an diesem Tag mal das Glück gepachtet zu haben. Oh, Qualität auch. Liebeserfüllung, ja? Die nächste Karte, hier haben wir die 6 der Schwerter, den Sieg. Ja, es muss ja hier, es kann nicht für jeden gleich sein, je nachdem, was ihr hier mitunter auch ausgewählt habt. Im Bereich der Liebe verbindet sich die Sonnenglut des Löwen mit dem milden Licht des Jupiters und stellt damit eine beglückende, intensiv glühende Erfahrung in Aussicht. Sie zeigt, dass wir auf einen Höhepunkt zusteuern, der sich zu einer prächtigen, dauernden Flammenglut entwickeln kann und zu einem sich selber zerstörenden Flächenbrand. Jupiter im Löwe. Das Licht der Sonne, die Siege, die geflügelte Siegesgöttin, Einzug in Jerusalem, Mark 2 und 1 bis 2.
Begeisterung, Vertrauen und Loyalität. Wow. Muss ich hier wirklich sagen. Toll. Tolle Karten hier. Dass so viele Trümpfe gefallen sind. Wahnsinn. Ich löse mich von der Vergangenheit und vergebe allen. Ja, das kann ich ja gut, aber ich musste dann auch nicht mal wiedersehen. Ist ja Weihnachten, gell, der Papa. Na, alles vergeben und vergessen. Ich befreie mich selbst und alle Menschen in meinem Leben von vergangenen Schmerzen. Wir sind frei, freudig, neuen Erfahrungen entgegenzugehen. So, das gilt vielleicht auch besonders hier für diese zwei Karten und für wahrscheinlich auch hier für diese berufliche. Und das, da werde ich einen Stein drauflegen, um das hier mitunter auch so ein bisschen zu lösen. Und die Engelkarte, hier haben wir Glaube, Erzengel Zadkiel. Wir können nicht tiefer fallen als in die Hände Gottes. Ja, super. Jetzt haben wir hier schon Erzengel Zadkiel. Ich bring die Karte dann mit Erzengel Zadkiel dann am Schluss. Okay. Und der Engel, den ich aus Kartendeck von Doreen Virtue gezogen habe, ist Yvonne. Du hast eine besondere Verbindung zu Tieren. Deine Tiere auf der Erde und im Himmel werden von den Engeln behütet. Zusätzliche Botschaft. Die Tiere lieben deine freundliche, sanfte Art, mit ihnen umzugehen. Du hast besonderes Verständnis für sie, kannst dich gut auf ihr unschuldiges, vertrauendes Wesen einlassen und fühlst dich berufen, ihnen zu helfen. Ich bin einer deiner Schutzengel und ich bin gekommen, um dir von den wundervollen Schwingungen zu berichten, die deine Beziehung zu Tieren erzeugt hat. Deine Liebe zu den Tieren hat eine tiefe Verbindung zwischen dir und den Engeln der Natur erschaffen. All die Tiere, die du je geliebt hast, sind ständig um dich, wie Schutzengel. Gott sei Dank. Ich sende dir ein Küsschen. Der Yvonne aus meiner Verwandtschaft. Okay. Deine Liebe zu ihnen hält diese Tiere auf ewig an deiner Seite. Deine verstorbenen Tiere sind im Himmel glücklich, spirituell gesund, verspielt und zärtlich. Deine irdischen Tiere sind von Engeln umgeben, die dich und sie mit Wundern beschenken. In gewisser Weise sind die Tiere für dich und deine Lieben wie Engel. Du gehörst zu jenen Menschen, die die engelähnlichen Eigenschaften der Tiere wirklich schätzen können. Du kannst wortlos mit den Tieren kommunizieren. Deine spezielle Beziehung zu ihnen eröffnet dir derzeitig neue Türen. Ich hoffe, dass dich und deine Familie, alle, die dazugehören, von den Engeln beschützt werden. Auch ihr, meine Lieben, so habe ich die Karte für euch gezogen, dass ihr und eure Lieben beschützt seid. Erzengel Zadkiel spricht. Ich bin das Auge, das in die Unendlichkeit blickt. Ich bin die Erkenntnis
in deinem Herzen entspringt und die so dann nach oben aufsteigt, um den Geist zu erleuchten und alles Dunkel zu verwandeln in reines, leuchtendes Geist selbst. Beschreite die Schwelle und werde frei von allen Sorgen und allem Kummer. Gebe deine Fixierung auf. Werde frei im Herzen. Du hast die freie Wahl. Emotionen und Gedanken sind wie Wellenbewegungen auf einem großen Meer. Die Wellen steigen und fallen, sind nicht identisch mit der Qualität des Wassers selbst. Es ist nur der Wind, der über die Oberfläche streicht und sie dadurch für kurze Zeit verändert. Ohne äußere Einflüsse wäre die Wasseroberfläche still und unbewegt. Meditiere darüber. Mein Name bedeutet Wohlwollen Gottes. Es ist darum durch Gottes Wohlwollen möglich, dass der violette Lichtstrahl dich aus deinem Ausgeliefertsein an Karma, Unvollkommenheit und Dogma erlöst. Ich sende dir die Kraft der Umwandlung, der Auferstehung und Wahrheit. Zadkiel, dein liebevoller Begleiter und karmischer Erlöser. Hilfreiche Affirmation. Indem ich Schmerz, Trauer und Leid freilasse, werde ich selbst zu meiner Erlösung. Ich verbinde mich mit meinem geistigen Ursprung und habe damit meinen Lebenssinn schon gefunden.